Moin ihr Keks und willkommen zurück bei Christtainment. Heute mit der Verlosung der Playmobil Back to the Future Sets. Vielen Dank mal an Playmobil, dass ich euch da draußen zweimal diese Sets hier verlosen kann. Es haben auch einige Leute mitgemacht. 54, um genau zu sein. Und ja, wartet, ich habe schon ein paar Anmerkungen gegeben. Wann kommt denn das Gewinnspiel endlich? Bist du mal fertig? Ich halte das wie Gandalf. Es kommt, wann es kommt. Es kommt nie zu früh, es kommt nie zu spät, es kommt immer ganz genau dann, wann ich es beabsichtige. Haha, ist eine gute Ausrede, oder? Also, zur Erinnerung, für all die, die es jetzt noch angucken sollten, was ich nicht glaube, weil warum auch, ihr habt nicht mitgemacht. Es ging darum, dass ihr zwei Hashtags in den Videokommentaren verewigt. Und zwar Hashtag Playmobil und Hashtag Back to the Future. Und der Gewinn sind, oder diese beiden Sets, und das zweimal. Also es gibt zwei Gewinner. Ich hatte auch schon gesagt, es gibt hier, ich habe auch schon rausgefunden, es gibt Familien, die mitgemacht haben, mit mindestens drei Leuten. Wenn einer von euch gewinnt, kriegt natürlich nur einer das Set. Dann sind die anderen beiden automatisch draußen. Habe ich aber auch schon ganz am Anfang gesagt, dass pro Haushalt ein so ein Set rausgeht. Wir haben hier diese magische Schüssel. Ne? Also nichts Doppelboden oder sowas. Und wir haben, ich habe diesmal keine Lust gehabt, die Dinger zu falten. Das ist mir jetzt zu doof. Ich mache es ja noch altmodisch. Ich mache es nicht im Computer, ich mache es altmodisch. Hier sind die Teilnehmer oder die Leute, die sich dafür qualifiziert haben. Es gab wirklich eine Person, die sich nicht qualifiziert hat, denn die war ungefähr 13 Stunden zu spät. Ich habe es vorher schon festgesetzt, deswegen. Wir machen einfach mal so. Also hier sind jetzt alle drin. Und ich gucke da auch nicht rein. Ich mache einfach so. Ich kann jetzt eigentlich noch stundenlang erzählen oder zwischendurch mal einziehen. Ihr müsst das ganze Video durchgucken. Ha! Oder skippen. Nein. Also ich finde es mega, dass ihr mitgemacht habt. Ich finde es mega, dass ihr alle mitgemacht habt. Und dass ihr sogar auch dazu geschrieben habt, ein paar Sachen, was ihr daran cool findet und was nicht. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die einfach nur sagen, Hashtag fertig. War ja auch so, ne? War ja auch nur gefordert. Aber ich finde es cool, wenn ihr auch Sachen dazu schreibt. Eure eigene Verbindung zu Back to the Future, zu Playmobil, finde ich sehr schön. Waren auch sehr coole Sachen dabei. Und es ist einfach klasse. Es ist einfach schön. Es ist schön. So, wir fangen jetzt mit dem ersten Gewinner, Schrägstrich Gewinnerin an. Und zwar das hier. Oder der hier. Okay, gewonnen hat das erste Paket, hat gewonnen Sasaho. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Du hast gewonnen, ein Set. Wenn ihr euren Namen hier seht und ihr gewonnen habt, schreibt mir bitte direkt. Per E-Mail, per Instagram, per WhatsApp, oh Quatsch, Facebook meine ich. Oder eben auch bei YouTube unter den Kommentaren. Wenn ihr euch nicht bis zum Wochenende gemeldet habt, verlose ich das neu. Es ist in der Vergangenheit leider öfters vorgekommen, dass sich die Gewinner einfach nicht melden. Wer nicht will, der hat schon. Ganz einfach. Der zweite Gewinner oder Gewinnerin. Ich kann ja ruhig reingucken, ich sehe ja eh nichts. So, also. Zweite Gewinnerin. Ist. Der hier. Film Know-how. Also, ihr beiden habt gewonnen. Die beiden sind die Gewinner des Gewinnspiels. Meldet euch bitte bei mir. Und wenn die Sachen, ich gebe die Adresse natürlich an Playmobil weiter. Wenn ihr, da habe ich ganz vergessen zu sagen, glaube ich, ne? Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, sagt mir das, dann ziehe ich jemand Neues. Die Adressen kriegt Playmobil deswegen, weil die müssen euch die Gewinne ja auch schicken. Wenn ihr die Gewinne habt, möchte ich euch bitten, schickt mir bitte ein Foto, dass ihr die Gewinne auch bekommen habt. Nicht, dass es nachher heißt, irgendwie, ist ja Quatsch, was hier abgeht. Alle anderen, die jetzt hier noch drin sind, haben dann, wie gesagt, theoretisch noch eine Chance, wenn sich einer von den beiden oder beide nicht melden oder eben nicht zustimmen. Gelle? So. Danke, dass ihr alle mit dabei gewesen seid und mitgemacht habt. Die meisten haben jetzt schon aufgehört zu gucken, aber für die, die noch dabei sind, es gibt bald ein neues Gewinnspiel. Und zwar für Masters of the Universe gibt es hier ein gesponsertes Comic Lords of Power von Nino Ade.
mit dazugehörigem Sticker und allem drum und dran. Ungelesen. Das ist mein Exemplar, das andere ist noch verpackt. Das könnt ihr auch bald gewinnen. Einfach dabei bleiben. Ich danke fürs Zugucken. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle, die gewonnen haben, an die beiden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy. Ihr Kekse.